Ihr soll keine Götter haben neben mir. Diese Worte sind sehr bedeutungsvoll, weil alles, was ihr im Erdeleben anstrebt, für euch mehr bedeuten kann als ich, euer Gott und Vater von Ewigkeit, so wie euer Herz an irdischen Gütern hängt und ihr darum keine Bindung sucht mit mir. Dann also ist das, was ihr begehrt, mit allen euren Sinnen, euer Gott. Und lasst ihr auch mich noch gelten, indem ihr eine Macht über euch anerkennt, die euch geschaffen hat, so habt ihr doch fremde Götter neben mir, immer entsprechend dem Verlangen, das eurem Herzen entsteigt. Mögen es nun irdische Güter sein, das Verlangen nach Ehre und Ruhm, oder auch Menschen, die mich aus eurem Herzen verdrängen, immer sind es fremde Götter, die euren Aufstieg zu Höhe verhindern, denn alle diese Götter sind vergänglich. Ihr müsst sie opfern, wenn euer Erdeleben beendet ist, und ihr werdet einmal leer eingehen in das jenseitige Reich, wenn ihr nicht mich selbst allem voransetzt, der ich doch euer einziges Ziel im Erdeleben sein will und den ihr mit allen Kräften anstreben müsst, wenn ihr selig werden wollt. Ich bin euer Gott und Schöpfer, von dem ihr einst ausgegangen seid, und ich will, dass ihr mich erkennt und anerkennt. Und den Beweis dessen sollt ihr mir geben, indem ihr bereit seid, alles hinzugeben, wenn ihr mich selbst und meine Liebe dafür eintauscht. Dann bin ich in Wahrheit für euch der eine Gott, dem ihr euch angehörig fühlen soll, und der als euer Vater mit euch verbunden sein will, für Zeit und Ewigkeit. Nun aber betrachtet eure Erdeleben, das euch nur lebenswert dünkt, wenn ihr alles besitzt, wonach euer Herz verlangt. Also habt ihr euch viele Götter geschaffen, die ihr neben mir stellt, vorausgesetzt, dass ihr an mich als euren Schöpfer glaubt. Dieser Glaube ist aber ohne Wert, solange ihr mich nicht ernstlich anstrebt, wovon euch aber die Welt und eure Verlangen danach zurückhält. Eure Liebe gehört vielen Dingen, die jedoch Anteil sind meines Gegners, und das Verlangen danach sollt ihr überwinden, auf das ich selbst nun in den Vordergrund eures Denkens gestellt werde und ihr alle anderen Götter fallen lässt. Aber ihr schafft euch auch selbst Götter neben mir, wenn ihr im geistigen Reich Wesen anruft, im Glauben, durch ihre Fürbitter das Ziel zu erreichen, die ewige Seligkeit. Auch dann ist eure Einstellung zu mir noch nicht richtig, weil es im Erdeleben darum geht, dass ihr die Bindung mit mir herstellt, die ihr einst freiwillig abgebrochen hattet. Ich aber fordere laut Gesetz der Ordnung von Ewigkeit, dass eine jede Seele freiwillig den Weg nimmt zu mir, und darum will ich ihr Gott sein und bleiben, für den sie alles hinzugeben bereit sind. Voll und ganz will ich eure Herzen besitzen, denn ich will sie erfüllen mit meiner Liebe. Solange aber ein Herz noch nicht frei ist von Wünschen und Begierden jeglicher Art, so hat dieses Herz also noch fremde Götter in sich, die es mir verwehren, einzuziehen und allein darin zu herrschen. Doch besitze ich eine Seele voll und ganz, so heißt das, dass ich ihr nun auch das höchste Glück bereiten kann, und wahrlich, sie wird es nicht bereuen, die anderen Güter hingegeben zu haben und mich dafür einzutauschen, der ich nun aber Allanherrscher bin im Herzen des Menschen und nun auch nichts mehr die innige Bindung zwischen uns aufheben kann. Darum prüft euch ernstlich, ob ihr noch von Verlangen erfüllt seid nach Dingen, die euch mehr bedeuten als ich selbst, seien es materielle Dinge oder auch Menschen, und sucht diese zu entthronen, auf dass der erste Platz für mich bleibt. Such alles irdische Verlangen in euch zu ersticken und mach euch frei von jeglichem Götzendienst, worunter jegliche Liebe zur Welt zu verstehen ist, denn ihr dient dann wirklich nur meinem Gegner, dem Fürsten der Finsternis, dem diese Welt angehört, und er also ist euer Gott, dem alle Opfer gelten, die ihr darbringet. Der Mammon ist dann euer Gott, und dieser Gott wird euch zermalmen, denn er gehört nicht in mein Reich, wo ich allein herrsche, in Liebe und Weisheit.
und die mir angehören wollen, sollen mich allein anbeten, das heißt nur mich in ihrem Herzen tragen, und ich werde ihnen nicht nur ihr Gott und Schöpfer, sondern auch ihr Vater sein. Amen.